Eines Tages werden wir also gegeneinander kämpfen. Ja. Irgendwie freue ich mich schon auf den Tag. Meine Pokémon werden dir den Schädel einschlagen. Aber vorher musst du noch ein... um einiges stärker werden, Black Laser. Echt jetzt? Na gut. Wenn er meint, er wird schon sein blaues Wunder erleben. Mark my words, man! Das war nicht das letzte Mal, dass du mich gesehen hast. I'll be back! So, nun ist die Frage, wo gehen wir hin? Ich bin gerade so ein bisschen verloren, weil wir schon so lange nicht weitergemacht haben. Bis jetzt hat mich die Story so ein bisschen geführt. Was gut ist. Ich weiß also genau, was ich machen wollte. Aber ja. Was nun? Vielleicht direkt weiter nach Metapost? Überhaupt, wir sollten jetzt erstmal unser Team so ein bisschen angleichen. Wie ich ja schon mal erwähnt habe in den vorangegangenen Videos, in meinem Layout, was um den Bildschirm herum ist, werde ich eigentlich nur die Pokémon einstellen, die auch dauerhaft in meinem Team bleiben werden. Ich habe jetzt lange Gedanken gemacht. Momentan trage ich Fifi noch mit mir herum, weil es bis jetzt das Stärkste ist, was ich finden konnte. Aber es ist eigentlich ein ziemlich schlechtes Pokémon. Genauso wie Gehweier, vor allen Dingen in der Entwicklung. Ich meine, der Typ Käferwasser wäre toll, wenn er in der Entwicklung noch Käferwasser wäre. Aber das Pokémon entwickelt sich zur Maske Regen und ist dann Käferflug, wenn ich mich nicht irre. Oder irgendwas in der Richtung. Und das ist irgendwie nicht so gut. Kann ich nicht so sehr gebrauchen. Das heißt, bis jetzt ist tatsächlich das einzige dauerhafte Pokémon meines Teams Gekabor. Und das wird auch erstmal so bleiben. Außer wir finden was Gescheites. Wie gesagt, ein Trasler wäre eigentlich gar nicht mal schlecht für den Anfang. Ja, wir könnten uns mal umsehen. Schauen wir erstmal, was die alle so zu sagen haben. Ich räume das ein bisschen durch, weil ich kann jetzt nicht für jeden Idioten auf der Straße eine neue Stimme erfinden. Meistens ist es in Pokémon so einfach, dass man die Leute nur anklicken muss, damit man weiß, ob man irgendwas von ihnen kriegt oder nicht. Deswegen, ja, ich spreche einfach jeden mal an. Ich gehe jedem einfach mal auf die Nerven, bis er mich wegschickt und sagt, hier, hast du Lollipop und so. Bin ja erst 11 oder was, ich nicht alt bin in dem Spiel, ich weiß es nicht. So. Kann auch sein, dass ich in dem Supermarkt schon mal alle angesprochen habe, dann tut's mir leid. Beim nächsten Mal wird es nicht mehr so lange dauern, bis ich zur nächsten Aufnahme hinkomme, was Pokémon angeht. Das wird jetzt auf jeden Fall wesentlich schneller gehen in nächster Zeit. Überhaupt, es wird bei mir jetzt vermehrt Pokémon rauskommen. Vielleicht demnächst ein Sith Beyond Earth, ein neues, mit mehr Leuten. Und was steht noch an? Lass mich mal nachdenken. Ja, in nächster Zeit haben wir ein paar Videos mit Freunden aus dem Kaffee-Netzwerk vom Tube Munich. Das YouTuber-Treffen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn da ganz groß rauskommt hier TTT. Also da Frankie wird bei uns dabei sein. Ich glaube, das Video mit Comedy Kitten ist bereits schon etwas länger oben. Und auch noch ein ganz besonderer Gast demnächst. Wir haben bloß noch Probleme, das Video hinzukriegen. Also seid gespannt. So, lass mal sehen, was wir auf Route 104 so haben. Erstmal blöde Manandergurken. Bevor du einen Pokéball wirfst, solltest du das Pokémon immer erst schwächen. Ja, zum Beispiel, weiß doch, wie man Pokémon fängt. Was erzählst du mir denn hier? Wo ist das gerade? Muss irgendwo da in dem Gras sein. Ja. Ich muss kurz aufpassen, dass ich nicht zu schnell hingehe. Zu langsam ist auch blöd, ich weiß, aber ja. Vorsichtig. Ich habe auch, glaube ich, noch kein Wingull. Was ich auch festgestellt habe, je öfter man diesen Pokémon-Radar benutzt, desto besser werden die Pokémon, die man findet. Nicht unbedingt jedes Mal, aber auf Dauer gesehen. Das kann dann schon mal einen riesen Levelunterschied zum Beispiel produzieren. Ja, mit was fangen wir denn an? Wollen wir einen Wingull im Team haben? Es ist ein Wasserflug-Pokémon, das heißt, es hat gewisse Vorzüge. Man könnte es zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier ja viele Wasser-VMs. In Rubin und Saphir gab es die zumindest damals. In Smaragd. Man könnte ihn als VM-Sklaven benutzen. Das heißt, wir könnten Wingull erstmal fangen. Das heißt aber nicht, dass Wingull in unserem Team bleiben wird. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht so als siebter Mann sozusagen. Auf der Ersatzbank. Oder als Dauer-VM-Sklave. Irgendwas in der Richtung kann ich mir gut vorstellen. Für den Fall, dass wir später direkt ein Pelipper, also die Entwicklung, fangen können, werden wir dann wahrscheinlich direkt umsteigen.
Also wie gehabt, Wingull wird wieder nicht direkt in unser Team aufgenommen, weil wir noch nicht wissen, ob wir es haben wollen, um ehrlich zu sein. Nice. Das war ein guter Fang. So gefällt mir das. Nice. Komm her, du. Und Levels gibt's auch noch. Wird immer besser. Aha. Also mal sehen, was steht denn über Wingull hier drin. Seemöwe, weiblich. Haben wir gefangen, okay, gut. Man sieht Wingull oft mit seiner Beute oder seinen Besitztümern im Schnabel herumfliegen. Also eigentlich ist es eher eine Elster. Ja, okay, ich glaube, wie nennt man denn die Viecher gleich nochmal? Egal, die Viecher an der See, die rumfliegen, die sind auch ziemlich diebisch, nicht mehr Elstern. Auf der Suche nach geeigneten Verstecken. Dieses Pokémon fliegt durch die Lüfte, als würde es gleiten. Ja, okay. Muss ja gleiten bei so steifen Flügeln. Ich denke mal, das ist relativ klar. Oh, da läuft auch eins rum. Können wir das auch fangen? Würde ich lustig finden. Ja, nein, vielleicht. Ach so. Nett. Kann man also scannen. Suchlevel 2. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Da unten im unteren Bildschirm. Rechte obere Ecke. Suchlevel 2. Das, je öfter man die Pokémon findet, desto höher ist dieser Suchlevel. Ich weiß jetzt nicht, wo da das Maximum liegt, aber es bringt gewisse Vorteile. Jetzt muss ich schon wieder irgendwo hin. Geh schneller, aber nicht zu schnell. Na komm. Jawollingen. Ein Schwalbini! Das sehe ich jetzt schon, weil ich habe den Umriss auf dem Radar gesehen. Das ist gut. Schwalbinis sind, naja, relativ schwache Pokémon. Man kann sie relativ gut aufziehen, weil sie eine gute Spezialfähigkeit haben und in gewissen Situationen sind sie dadurch stärker. Also was den Angriff angeht und geschwindigkeitstechnisch sind sie auch relativ gut. Aber so als Dauer-Pokémon, das ist nur ein Normalflug-Pokémon und, nicht so wirklich. Wir müssen Absorber in dieser Situation einsetzen, weil Level 3 zu Level 11... Ich glaube, wenn ich da Pfund einsetze, dann könnte das mit einem Schlag draufgehen. Wie gesagt, Schwalbinis haben jetzt nicht unbedingt so die Verteidigung, sind also nicht besonders stark. Auch dann später nicht in ihrer Entwicklung. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Also wir fangen jetzt erstmal allerhand von Pokémon. Wie gesagt, unser Team wird dann für kurze Zeit relativ voll aussehen. Aber die meisten dieser Pokémon werden nicht in unser Team eingehen. Ich werde das dann ganz deutlich sagen, wenn ein Pokémon in das Team einfließt. Ich frage mich wirklich, was eigentlich der Plan ist, wie ich mein Team aufbauen will. Also ich weiß ein paar Sachen bereits voraus. Ich habe mich ein bisschen informiert wegen Gekkabor und der Mega-Entwicklung, die dann später zustande kommt. Das heißt, ich kann mein Team ungefähr in diese Richtung ausbauen. Also was ich auf jeden Fall haben möchte, ist irgendwas, das Boden attacken kann. Das brauche ich dringend. Dann ein Stahl-Pokémon wäre ziemlich geil, weil das sehr wenig Schwächen hat. Und der Rest steht eigentlich relativ offen. Schon wieder eins. Irgendwie hat sich das sehr stark gehäuft mit diesen Pokémon. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Vorsichtig, nicht zu schnell. Bisschen schneller wäre schon gut, aber schon wieder ein Schwalbini. Na gut. So. Gekkabor. Oh, mal sehen, was wir jetzt machen. Oh, Level 5. Das ist ein besseres Training, Schwalbini. Dem hauen wir gleich drauf. Kablam! Oh, Level 5 hat nicht einen Schlag gereicht. Also ein bisschen enttäuschend. Ich muss dann nochmal nachschauen, ob Pfund schwächer ist als Ruckzuckhieb. Wenn ja, dann werden wir das bei nächster Gelegenheit direkt austauschen. Aber es sieht so aus. Jawohl, es gab zwischendrin einen Heuler. Das ist auch lustig. Erstmal aufpumpen, wo man weiß, dass man nächste Runde so oder so hinüber ist. Ist immer gut. So, Schwalbini wurde besiegt. Sehr gut. Wir werden jetzt mal nachschauen. Weil dann können wir die Attacken gleich austauschen, damit die Kämpfe schneller vonstatten gehen. Vor allen Dingen die, die eher nur Trainingskämpfe sind und die zwischendurch passieren. Also, Pfund ist Stärke 40. Ruckzuckup ist auch Stärke 40, das dachte ich mir. Tja, da wir Pfund öfter einsetzen können, wird das an erster Stelle bleiben. Ich weiß, Ruckzuckieb ist trotzdem die bessere Attacke, wenn man es immer zuerst einsetzt. Oder fast immer. Je nachdem, was der Gegner so einsetzt und ja, wie die Situation so ist. Kann schon mal sein, dass so ein Ruckzuckieb nicht als erster eingesetzt wird.
Wie dem auch sei, auf jeden Fall behalten wir Pfund erstmal. Mal schauen, bis wir ein bisschen bessere, andere, stärkere Attacken lernen. Okay, ich habe anscheinend alles in der Gegend gefangen. Was ist es denn dieses Mal schon wieder? Das gibt's doch nicht, dass hier ständig irgendwelche Pokémon versteckt sind im Gras. Kann es doch nicht sein. Gehe ich in die falsche Richtung? Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Muss aber vorsichtig sein mit meiner Geschwindigkeit. Ich gehe absichtlich nicht ganz so super schnell. Oh, wahrscheinlich treffe ich da ein Pokémon, bevor ich auf das hier treffe, weil ich sehr lang durchs Gras warten muss. Oh! Ist abgehauen. Mistvieh. Schade. Mein Pokémon ist völlig erschöpft. Hätte ich doch nur einen Trank mitgebracht. Willst du mir einen Trank geben? Will ich ihm einen Trank geben? So ein kleiner glatzköpfiger Junge? Oder halber Glatzköpf? Ich weiß es nicht. Naja, meinetwegen. Was ist der etwa für mich? Vielen Dank. Das ist total nett von dir. Bereich dem Jungen einen Trank. Ja, ich weiß. Ich bin der netteste Typ der Welt. Sage doch mal, mein Pokémon ist wieder top fit. Das war total nett von dir. Ja, stell dir vor, jetzt ist gut. Halt die Schnauze. Ja, das ist so ein halber glatzköpfiger Junge. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. So Stoppeln auf dem Kopf, so. Solche glatzköpfigen kleinen Jungen tun mir leid. Ich bin mit Nilo allein. Hilf, ich hab Angst. Lass mich durch. Hey, was hast du für ein Schild auf dem Kopf? Hey, was ist das?